Weißt du, warum man Babys nach der Geburt einen Klaps auf den Hintern gibt? Keine Ahnung. Den Intelligenten fällt der Schniedel ab. Kapiere ich nicht. Ja, siehste? Achtung! Schanz. Maike Schüttkus, Wehrtransporterzentrale Köln. Einer unserer Transporter hat einen Notruf abgesetzt und befindet sich auf der B23 in Höhe von Eschbach. Die Polizei ist zu Ihnen unterwegs und es kommt Verstärkung vom Landeskriminalamt. Verstanden. Raschen! Mach dir keine Sorgen, der kann uns gar nichts. Siehste? Sicherung. Polizei! Alles klar. Sicher mich. Schneid uns los, Mann. Sind Sie verletzt? Nein. Seit wann sind die verschwunden? Weiß nicht. 10 Minuten. Die waren zu zweit, die sind im Wald verschwunden. Total bescheuert, deine Idee mit den Fahrrädern. Du wirst weiterfahren oder soll ich dir ein Taxi rufen? Scheiße. Konnten Sie die Marke erkennen? Nee. Wenn einer mit der Panzerfaust auf mich zielt, dann gucke ich nicht nach der Marke. Die beiden haben wir gefunden. Ja. Herr Schanz? Namen, Frau Böhm. Namen, Herr Schanz. Hat die Staatsanwaltschaft die Spurensicherung geschickt? Ja, das wollten wir, aber
Da war jemand schneller. LKA. Die schicken jemanden. Das ist auch gut. Ich habe sowieso eine Fahrraddiebstahlserie zu lösen. Alles. Gut. Guten Abend, Schanz, Landeskriminalamt. Ich übernehme die Ermittlungen. Böhm, Staatsanwaltschaft. Der Fall gehört dem LKA. Ihr Name ist Schanz? Ja. Unser Polizeikommissar hier heißt genauso, ist ein Zufall. Das ist meine Tochter. Da war es zu eng hier in Eschbach. Deswegen ist sie nach Düsseldorf gegangen und hat Karriere gemacht. Ja. Also im Sinne der Ermittlungen möchte ich Sie beide um eine enge Kooperation bitten. Das ist auch in meinem Sinne. Die Frau Schanz-Kenner wird Sie versuchen, den Fall von Ihrem Büro in Düsseldorf aus zu lösen und nicht hier, in der Einöde. Ich bleib vor Ort. Ist eine Ringfahndung eingeleitet worden? Hast du doch längst eingeleitet, Luna. Kam über Funk. Was soll die Frage? Ich wollte nicht, dass es zwei Ringfahndungen gibt. Na dann, schönen Abend noch, Frau Böhm. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, die privaten Gefühle außen vor zu lassen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Tim Wenning aus Eschbach. Sie sind vom LKA? Lona Schanz. Lona Schanz? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht. Ich meine, wir kennen uns. Tim Wenning. Ja, natürlich. Du und deine Schwester habt gegenüber gewohnt. Ha. Mensch, und du bist jetzt Polizist geworden, ja? Du bist jetzt Kommissarin? Ja. So richtig? Ja, so richtig. Und was machst du jetzt hier? Ich leite die Ermittlungen. Hallo, Papa. Bist du noch weg? Ja, vielleicht. Gibt's Fisch? Oder Bandnudeln mit Steinpilzen? Hat keiner angebissen, war wie verhext. Jochen hat auch nichts gefangen. Gibst du, du bist ganz verrückt nach meinen Steinpilzen. Nein, ich bin verrückt nach dir.
Ja, Schanz? Demian, ich bin jetzt mit den Berichten der beiden Fahrer fertig. Soll ich sie dir vorbeibringen? Ja, aber du hast doch längst Dienstschluss. Bin halt ein Streber. Ich werde dich sofort befördern. Hier in der Viertelstunde bei Zehender? Alles klar, bis gleich. Gut, bis gleich. Alle Achtung. Abend, Frau Zehender. Na, willst du schnell noch was essen, bevor mein Mann die Küche zumacht? Oh ja, das wäre klasse. Aber Fischstäbchen haben wir schon lange nicht mehr, Schätzchen. Oh, das ist aber schade. Das Südafrikasee, das haben sie aber noch. Das kannst du kriegen. Super. Und ein Pilz. Geht klar. Schon abgebrüht. Die haben wahrscheinlich die Bäume gefällt. Die sollen ja ziemlich schwer bewaffnet gewesen sein. Naja, aber so ein Wagen ist doch gepanzert. Was für Weicheier saßen denn da drin? 75.000. Das ist nicht gerade viel. War sonst noch was im Transporter? Nix. Alles mitgenommen. Kein einziger Geldschein. Normalerweise liegt auf der Route noch ein Einkaufszentrum. In der Nacht hat sich aber die Gewerkschaft für einen Streik ausgesprochen. Sonst hätten sich im Transporter gut 800.000 befunden. Tim, grüße dich. Klaus. Lohmann, Klaus. Schanz. Ja, Lona, also Frau Schanz ist ja auch aufgewachsen. Ja, aufregende Kindheit gehabt, ja? Ja, kann man so sagen. Ja, Frau Schanz ist vom Landeskriminalamt. Sie ist für die Ermittlungen des Geldtransportüberfalls abgestellt. Ah, hab schon gehört. Hat sich's wenigstens gelohnt? 75.000. Das wissen wir noch nicht so genau. Viel Erfolg. Danke. Runde. Muss man den kennen? Hey, ist neu in Eschbach. Hat sich aber ein edles Häuschen gemietet. Hinten bei den Kösters. Woher kennst du den? Freiwillige Feuerwehr. Ah ja. Der gute alte Kontakthof für Männer. Der Herr Lohmann hat eine Runde spendiert. Ach. Prost. Prost. Morgen, Papa. Was willst du hier? Dich abholen. Ich kenne den Weg zum Revier, den gehe ich seit 20 Jahren schon vergessen. Ich möchte ein paar Sachen klarstellen. So. Was für Sachen? Dienstliche? Private? Ich fürchte, für private Dinge ist es manchmal zu spät. Ist das so? Wenn man zu lange wartet, findet man nur alte, verbitterte Menschen vor. Papa, dieser Fall hat uns jetzt zusammengebracht. Und ich finde, wir sollten uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen. Noch was? Nein. Dann ist ja gut. Morgen, Frau Müller. Ist die Katze wieder aufgetaucht? Ja, 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 ja. Morgen, Tim. Morgen. Kaffee? Ja, gerne. Mit Milch, bitte. Hier, den Tisch habe ich dir freigeräumt. Dankeschön. Ich habe die Protokolle gelesen.
Gute Arbeit. Und hast du schon was in Richtung finanzieller Hintergrund der beiden Fahrer unternommen? Schon geschehen. Liegt auf deinem Schreibtisch. Ist unauffällig. Sehe ich auch so. Hier. Danke. Wie ist es so beim LKA? Hier in Eschbach geht's um gestohlene Fahrräder und dort um gestohlene Autos. So in etwa. Vielleicht bemühe ich mich auch um eine Versetzung nach Düsseldorf. Morgen, Tim. Morgen. Kann ich von dem Kaffee haben? Klar. Meinst du nicht, dass sich die Ermittlungen mit all den Möglichkeiten, die sich in Düsseldorf für eine Strafverfolgung ergeben, nicht viel besser von dort leiten lassen? Ich halte es für sinnvoll, von hier aus zu ermitteln. Weil ich die Täter hier vermute. Hier? Der Überfall fand in 10 Kilometer Entfernung statt. Die Täter sind mit Fahrrädern geflohen, die sind im Wald abgetaucht. Das bedeutet, sie haben Ortskenntnisse. Und deswegen vermute ich, dass sie hier leben. Oder zumindest eine Zeit lang hier verbracht haben. Sie haben mit der Hundestaffel Fahrradspuren gefunden, das ist richtig. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die beiden Täter sich mit Fahrrädern abgesetzt haben. Man kann es auf den Überwachungsmitschnitten sehen. 4 Kameras haben das dokumentiert. Wir haben die komplette Umgebung aufgenommen. Ich habe sie alle über Nacht kopieren lassen. Gut, sie haben sich mit Fahrrädern abgesetzt. Aber vielleicht haben sie ihren Wagen ja hinter dem Fluss geparkt, an dem die Hunde ihre Spur verloren haben. Sie laden die Fahrräder ein und verschwinden einfach. Das haben sie definitiv nicht getan. Die Ringfahndung. Alle umliegenden Verbindungsstraßen wurden kontrolliert, und zwar jedes Fahrzeug. Keine Räder, kein Geld, kein Sturmgewehr, keine Panzerfaust. Und das bedeutet, dass die Täter sich nach dem Überfall gar nicht weit wegbewegen mussten, weil sie hier in der Gegend wohnen. Wo gehst du hin? Die 9:30 Uhr Routinefahrt steht an. Nein, nein, schon gut, Tim. Ich komme gut alleine klar. Du kannst ja Kommissarin Schanz unterstützen. Dann kannst du schon mal sehen, wie sowas beim LKA gemacht wird. Hier sind die Vergrößerungen aus den Mitschnitten. Sowohl das Sturmgewehr als auch die Panzerfaust wirken nicht besonders modern. Kannst du das mit einem Waffenexperten checken? Klar. Holz gemacht. Ist Martin da? In der Werkstatt. Mach die Tür zu. Na, wie heißt denn das Zauberwörtchen? Lass den Scheiß und mach die Tür zu. Steigst du jetzt auf Kleinwagen um? Das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter. Hm. Die Farbe passt zu ihren Augen. Was willst du? Ja, was will ich wohl hier? Na komm, geh mit dem Geld. Immer schön langsam. Wir haben es versteckt, es ist nicht hier, wir müssen es erst holen. Na gut, hol's her. Weißt du, was draußen los ist? Sicher, die suchen euch. Eben. Und deshalb warten wir noch 1 oder 2 Tage und holen es dann. Ah, nee, mein Freund. Ich habe einen Porsche bestellt. Wie soll ich ihn sonst bezahlen? Das ist nicht mein Problem, Klaus. Polizeirevier Eschbach-Wenning. Ja, hallo Tim. Klaus Lohmann hier. Wie der Zufall so will, stehe ich hier gerade bei deinem Vater. Aha. Und wir sind uns aber was uneinig. Und da dachte ich, du könntest uns vielleicht helfen. Als Polizist meine ich. Ich versuch's. Es geht um Verbrechen. Wenn man in einer 30er-Zone geblitzt wird, wie viel beträgt dann die Toleranz?
10%. Ja, das dachte ich mir. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Tschüss. Gern. Wiederhören. »75.000 habe ich gehört.« »Woher hast du das?« »Das musst du nicht wissen. Jedenfalls dabei kann es nicht bleiben. Ihr müsst euch irgendwas einfallen lassen. Sparbücher plündern oder was weiß ich.« »Ich habe nichts Erspartes. Alles, was Jochen und ich hatten, das haben wir dir längst gegeben. Ich muss das Haus abzahlen, die Familie durchbringen, das kostet.« »Kinder, Familie, ein Eigenheim, ja. Das hätte ich auch alles gern gehabt. Hast du daran mal gedacht?« Julia. Was mit ihr? Ihr habt doch keine Ahnung, wer du eigentlich bist, oder? Hallo, Rebecca. Hallo, Herr Luhmann. Ist sie nicht kalt? Doch, aber ich finde, es sieht gut aus. Oder liege ich da falsch? Aber überhaupt nicht. Hübsch. Gut. Wir hätten dann ja auch alles besprochen. Ja? Naja, eigentlich schon. Herr Luhmann, im Dorf erzählt man sich, Sie wollen die Pferdekoppel pachten. Ja, das ist ein alter Traum von mir, ein Pferd. Hättest du nicht mal Lust, bei mir zum Reiten vorbeizukommen? Ich habe mich ja nicht getraut zu fragen, aber wenn Sie es mir so anbieten... Ich glaube, Herr Luhmann hat wirklich Besseres zu tun, als dich bei ihm reiten zu lassen. Ich hätte nichts dagegen, ist ja nichts dabei. Aber ich... Ich ruf dich an. Warte doch mal kurz. Hättest du nicht Lust, die Pferde mit auszusuchen? Nee. Was schließt du aus seiner Haltung? Er kann mit Gewehren umgehen. Vielleicht militärische Ausbildung? Ist möglich. Er fängt den Rückstoß auch gut auf. Ich meine aber was anderes. Sieh mal genau hin, wo er die Waffe schultert. Er ist Linkshänder. Wenn er uns nicht bewusst täuschen will, ist er das. Hast du was über die Waffen? Also laut Waffenexperte stammen die aus alten NVA-Beständen, aber die wurden nach der Wende massenweise verhökert. Der ist keine 20 mehr. Garantiert über 30, wenn nicht sogar über 40. Der ganze Überfall hat 8 Minuten gedauert. Das ist ziemlich lange. Sie haben Ruhe bewahrt. Also wenn du mich fragst, das machen die nicht zum ersten Mal. Was wollte der von dir? Nichts. Halt mich nicht für blöd. Ich rede mit dir. Tu es mir weh. Halt dich von ihm fern. Ich lass mir von dem... Ist mir scheißegal! Du triffst diesen Mann nicht. Du kannst mir nicht alles vorschreiben. Ich gehöre dir nämlich nicht. Meine Tochter spaziert nicht wie eine läufige Hündin durch die Gegend. Du bist echt krank. Was bin ich? Was? Du bist krank. Prügel mich doch auch ins Krankenhaus! Was ist hier los? Siehst du doch. Ich habe mit Herrn Luhmann gesprochen. Dieser Mann ist ein Blender und ich verbiete dir, dich mit ihm zu treffen. Ich habe schon mit ihm geschlafen.
Natürlich nicht. Gar nicht so dumm, mit Fahrrädern zu flüchten. Die Spuren führen eindeutig hierher. Und hier sind sie dann durchs Wasser. Da hatten die Hunde natürlich keine Chance mehr. Darf ich dich was fragen? Na klar. Was ist das eigentlich zwischen Rolf und dir? Hast du ihn das mal gefragt? Er ist nicht drauf eingegangen. Ja, aber du bist ja nicht wie dein Vater. Meine Mutter wurde krank damals. Krebs. Ja, ja, ich weiß. Es gab da eine Art neue Behandlungsmethode in Salt Lake City. Und die Methode war hier nicht anerkannt, also hat die deutsche Krankenversicherung die Kosten dafür nicht übernommen. Und die Prognosen für meine Mutter waren ohnehin sehr schlecht. Also hat mein Vater alles versilbert, was er hatte, damit meine Mutter dort therapiert werden konnte. Sie ist damals aber nicht gestorben. Sie hat sich scheiden lassen, oder? Meine Mutter hat während der Therapie einen Mann kennengelernt. Auch ein hoffnungsloser Fall. Die beiden wurden ein Paar. Und ich habe mich dann entschieden, mit meiner Mutter zu gehen. Gut, und was hat das jetzt mit dir zu tun? Mein Vater war wegen der Trennung am Boden zerstört. In seinen Augen hat er alles getan, um meiner Mutter ein neues Leben zu schenken. Und dieses neue Leben lebte sie jetzt mit einem anderen. Und dann kam noch meine Entscheidung dazu. Das wird er wohl wie doppelten Verrat empfunden haben. Hast du ihn denn nie besucht? Das wollte er nicht. Er hat auch meine Briefe nicht beantwortet. Das ist die ganze Geschichte. Und du? Du lebst nicht mehr bei deinen Eltern? Nee. Zwei Männer unter einem Dach, das kann nicht gut gehen. Ich gehe zum Frühstück oder mal am Wochenende vorbei. Und Rebecca? Keine Ahnung. Ich denke, wenn sie 18 ist, hält sie da auch nicht mehr viel. Denn? Nichts weiter. Von draußen sah es aber nicht nach nichts weiter aus. Tja, so kann man sich irren. Es ging um die Laternenbeleuchtung vor seinem Haus. Ich habe ihm gesagt, dass es im Moment Wichtigeres als Laternen gibt. Laternenbeleuchtung? Ja. Er kommt echt immer wegen der Beleuchtung. Tim und ich haben ein paar Erkenntnisse über die Täter zusammengestellt. Großartig. Das musst du mir gleich morgen früh erzählen. Jetzt habe ich Dienstschluss. Stimmt. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Na, der will natürlich mehr als die 75.000. Ich habe nichts auf der hohen Kante. Ich muss das Haus abzahlen. Und du, naja. Krieg ja nicht mal das Gebäude verkauft. Wer garantiert uns eigentlich, dass Klaus irgendwann wirklich Ruhe gibt? Was meinst du damit? Ja. Wir müssen mit ihm reden. Reden? Wir haben nur geredet.
Willst ihn auf die Bibel schwören lassen? Ja, du bist vielleicht ein Komiker. Wenn wir beide eingebuchtet werden, hat er gar nichts davon. Das sollten wir ihm mal klar machen. Wir können auch Forderungen stellen, zum Beispiel, dass er seine Zelte hier in Eschbach abbricht. Wann haben Sie ihn gefunden? Vor einer Viertelstunde. Können Sie was über den Todeszeitpunkt sagen? Abtransport. Aber schnell. Und Infusion nehmen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Ich bin Lona Schanz. Wer war das? Jetzt hören Sie doch auf. Wie soll er denn noch was sagen können? Hat man deren Aussage schon aufgenommen? Ja. Geht's? Pass auf. Ich möchte, dass Klaus Lohmann Papier und Stift an sein Bett bekommt. Und falls er je wieder aufwachen sollte, will ich die Erste sein, die davon erfährt. Und die Kugel muss ballistisch untersucht werden. Ja? Der Feinde im Ort. Ich habe Dienstschluss. Das hast du nicht! Willst du mir Befehle erteilen? Ja. Es sieht nicht so aus, als ob hier irgendjemand auf dich hören würde. Brauchen Sie uns noch? Was? Nein, danke, Sie können nach Hause gehen. Danke fürs Bringen. Hat er Feinde? Lohmann. Lohmann? Nee. Der ist überall beliebt. Bis morgen. Und erhol dich gut. Thank you.
Du bist ein Zimmer im Gasthof. Ich kann dich fahren, wenn du willst. Nein. Ich möchte, dass du mich nicht einfach so stehen lässt. Du ziehst jetzt deine Uniform an und kommst mit mir mit. Wir machen eine Hausdurchsuchung bei Klaus Lohmann. Ich habe Dienstschluss und ich werde den Teufel tun. Mensch, Papa! Wollen wir dieses alberne Spiel wirklich fortsetzen? Dann zieh dich an. Da jetzt drin? Das ist mein Hobbyraum. Das war mal mein Zimmer. Ja, war. Ich glaube, Klaus Lohmann hat Besuch gehabt. Okay, gehst du rein? Hat er Familie hier im Ort? Nein. Hat er früher schon mal hier gewohnt? Nicht, dass ich wüsste. Ich frage mich dann, was ihn hierher verschlagen hat. Vielleicht die Gegend. Ja, vielleicht. Und weißt du, wo er vorher gewohnt hat? So, das war's mit den Verkehrsnachrichten. Danke. Wollt ihr in Uniform? Morgen. Ich bin spät dran, ich nehme noch einen Kaffee. Steht dir richtig gut. Siehst aus wie ein Schornsteinfeger. Ja, ist gestern spät geworden. Deshalb habe ich die Uniform nicht auf dem Revier gelassen. Ist was passiert? Klaus Lohmann ist lebensgefährlich verletzt worden. Jemand hat ihm ins Gesicht geschossen. Er liegt jetzt auf der Intensivstation. Die Ärzte mussten ihn ins künstliche Koma versetzen. Oh mein Gott. Und wer war's? Wir ermitteln. Gibt's schon einen Verdächtigen? Ich bin spät dran. Bis dann. Ciao. Es geht um Klaus Lohmann, wohnhaft in Eschbach in der Trinkgasse 2. Ah, da ist er. Ich druck's Ihnen aus.
Er war in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf in den letzten 11 Jahren. Wissen Sie, ich stehe jetzt kurz vor meiner Pensionierung. Aber sowas vergisst man nicht. Hier hat er mich erwischt. Der hat ja zuerst gefeuert. Und nicht nur einmal. Hier. Verstehe, Herr Bennert. Ich also zu Boden gestürzt. Die Leute haben geschrien. Und haben Sie... Ich habe ihn noch am Liegen anvisiert. Im Liegen. Ein bewegliches Ziel. Tschu. Dabei war ich ja nur zufällig in der Bank. Aber ich habe ihn erwischt, den Drecksack. Deshalb konnte man eben den Prozess machen. Weil ich zurückgeschossen habe auf ein bewegliches Ziel. Klaus Lohmann war verletzt und seine Mittäter flohen ohne ihn. Mit 2,8 Millionen Mark, stimmt das? Knapp 1,4 Millionen Euro heutzutage. Von dem Geld ist nie wieder was aufgetaucht. Und Klaus Lohmann? Der Herr Lohmann, der hat die Klappe gehalten. Komplett dicht gehalten hat er. Deshalb durfte er seine 11 Jahre auch schön absitzen. Von dem Banküberfall gibt es da ein Überwachungsvideo? Natürlich. Kommen Sie. Schauen Sie mal. Der ist Linkshänder. Richtig. Ist Klaus Lohmann Schuhe? Sie meinen, ob er aus privatem Grund einen seiner Komplizen schützen wollte? Nee, Fehlanzeige. Und im Knast haben wir auch eine Menge Frauen besucht. Wenn das so ist, dann gibt es nur einen Grund, warum man 11 Jahre lang den Mund hält und die volle Strafe verbüßt. Für den Anteil einer Beute. Herr Bennert, könnten Sie mir vielleicht eine Kopie des Besucherbuches der JVA Ossendorf organisieren, damit ich feststellen kann, wer Klaus Lohmann im Gefängnis besucht hat? Mhm. Hallo, Rolf. Tag, Jürgen. Schon von Lohmann gehört? Ja, ich hab's gehört. Martin hat mich angerufen. Tragisch. Ja? Ja? Früher oder später wird er erzählen, wie man im Wald begegnet ist. Und dann wird in Eschbach einiges passieren. Ja, und? Warum erzählst du mir das? Tja, Jochen, was soll ich davon halten? Wie? Was sollst du davon halten? Vielleicht deckt ihr euch ja gegenseitig. Oder vielleicht ist auch nur einer von euch beiden zurückgegangen, um Lohmann den Rest zu geben. Wie auch immer. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn ihr euch bis dahin nicht einig seid, wer von euch beiden sich stellt, dann sorge ich dafür, dass der ganze Dreckmist ans Licht kommt. Da bist du mit dran. Sicher? Was soll das? Kannst du doch nicht machen. Du steckst da dann genauso drin. Wer denkst du, bist du denn hier, dass du hier ein Ultimatum stellen kannst? Ich bin ja das Gesetz, Jochen. 24 Stunden sind eine Menge Zeit. Man kann sich einen guten Anwalt nehmen oder ein Ticket kaufen. Es gibt sehr viele Dinge, die man innerhalb von 24 Stunden erledigen kann. Wo warst du denn gestern Abend? Ich bin Luna, hallo. Ich bin Rebecca. Rebecca Wenning? Tims Schwester? Ja. Woher wissen Sie das? Ich bin Luna Schanz. Ich habe früher ein paar Mal auf dich aufgepasst.
Aber deine Eltern wissen schon, dass du trampst, oder? Versprechen Sie mir bitte, dass Sie es ihnen nicht sagen. Vor allem nicht meinem Vater. So schlimm? Ich lebe in einem Käfig. Irgendwas, was ich für dich tun kann? Ich habe ja meinen Bruder. Ich weiß jetzt, warum es Klaus Lohmann ausgerechnet hierher nach Eschbach verschlagen hat. Er wollte seinen Anteil der Beute. Was für ein Anteil? Den von dem Banküberfall von vor 12 Jahren. Woher weißt du davon? Lohmanns Vermieter hat mich angesprochen wegen der Schufa-Auskunft. Aber Lohmann hat bar bezahlt, also warum sollte ich dem Mann Probleme machen? Seine Strafe abgesessen. Jeder von uns hat doch in der Vergangenheit schon Fehler gemacht, oder? Das stimmt. Der Unterschied ist nur, ob man was draus gelernt hat oder nicht. Schön. Gibt es sonst noch irgendetwas über Klaus Lohmann, was du uns verschweigst? Nein. Ich habe folgende These. Vor 12 Jahren haben 3 Männer gemeinsam eine Bank überfallen. Einer von ihnen wird gefasst. Alle strafmildernden Zugeständnisse, etwa Aussagen über seine Mittäter, lehnt der Mann kategorisch ab. Und dafür verbüßt er die volle Strafe. 11 Jahre. Er wird entlassen, hat keinen Cent auf der Naht, aber ihm steht 1/3 der Beute zu. Und jetzt nimmt er sich das Recht, sein Geld einzufordern. Er geht hin. Die Leute geben ihm das Geld. Und er lässt sich nieder, irgendwo, zum Beispiel hier. Das würde auch erklären, wie er die Kaution aufs Haus in bar leisten konnte. Die beiden Mittäter haben das Geld nicht 12 Jahre lang gehortet. Die haben alles ausgegeben, die haben investiert. Und sie wohnen hier in Eschbach. Ziemlich gewagte Schlussfolgerung. Klaus Lohmann ist zu Recht verärgert. Und er besteht auf seinen Anteil. Denn das Problem für die beiden Mittäter ist ja folgendes. Der Lohmann hat seine Strafe schon verbüßt. Der hat rein gar nichts mehr zu verlieren. Sie aber nicht. Sie haben für Ihre Tat noch nicht eingesessen. Ja, die haben sich hier als brave Bürger und Steuerzahler etabliert. Und ein Wort von Lohmann an die Polizei und ihr ganzer Lebensentwurf wäre gescheitert. Interessante Theorie. Aber die Sache hat auch eine Kehrseite. Wenn der Lohmann sie verpfeift, bekommt er vielleicht seine Genugtuung, aber nicht das Geld. Also bleibt nur eins, die beiden Mittäter müssen seinen Anteil neu beschaffen. Und genau das tun sie mit dem Überfall auf den Geldtransporter. Du meinst die beiden Fälle, der Geldtransporter und diese Bank von früher, die hängen miteinander zusammen? Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und genau das würde auch Klaus Lohmanns Verletzung erklären. Da wollte sich jemand nicht mehr erpressbar machen. Gibt's schon die ballistische Auswertung? Nee, ich warte noch drauf. Hast du es? Nee. Du? Nee. Warum auch? Weil wir ihn dann einfach alle mal loswerden. Zum Beispiel. Du hast mich doch bei ihm wegfahren sehen. Aber davon mal abgesehen, ich weine ihm keine Träne nach. Ich auch nicht. Ich weiß, man darf so weit gar nicht sagen. Ich werde dir dankbar. Ja, es geht mir nicht anders. Es sei denn, du bist inzwischen 75.000 Euro schwerer und ich nicht. Rolf war schon bei dir, ne? Nee. Hat uns 24 Stunden Zeit gegeben, hier zu verschwinden. Oder einer von uns beiden gibt zu, dass das war. Stellt sich der Polizei. Wenn nicht, was dann? Dann packt er aus, sagt er. Thank you.
Lona Schanz, Landeskriminalamt. Wir haben telefoniert. Guten Tag, sehr gefugt. Wann werden Sie Klaus Lohmann aus dem Koma holen? Sobald es sein Zustand erlaubt. Morgen, in einem Monat, in 3 Jahren. Wir können das nicht prognostizieren. Das Projektil hat Herrn Lohmann am Unterkiefer getroffen, sich dort deformiert und ist dann bis ins Hirn vorgedrungen. Wenn überhaupt, dann wird er noch etliche plastische Operationen brauchen, um wieder einigermaßen reden zu können. Danke. Tut mir leid. Wie geht's ihm? Unverändert. Ach, hier. Für dich. Von einem Herr Bennert aus Köln. Wollte ich unbedingt sehen. Hat einen Mordswind gemacht. Ich bin kurz auf Klo. Klaus Lohmann saß vor 11 Jahren gerade mal 4 Wochen in der JVA Ossendorf ein. Und da hast du ihm einen Besuch abgestattet. Und mir erzählst du, du weißt nicht, woher der Mann kommt. Ja, ich habe ihn damals besucht. Es gab einen Waffenhändler hier in der Gegend. Ich wollte wissen, ob Lohmann etwas von ihm bezogen hat. Das spielt aber für deinen Fall keine Rolle. Ich habe dich 2-mal gefragt. Du hast mich 2-mal belogen und deshalb... Ich habe nicht gelogen, ich habe nur Unwichtiges weggelassen. Deshalb frage ich dich jetzt ein letztes Mal. Gibt es noch etwas, was du über Klaus Lohmann weißt? Nein. Nichts, was ich der Frau Kriminalhauptkommissarin dazu noch sagen könnte. Und etwas, was du deiner Tochter dazu sagen könntest? Ich habe keine Tochter mehr. Ich hatte damals eine sehr schwere Zeit. Das ist die Wahl. Du hättest bei mir bleiben können. Mama war sehr krank. Hätte ich sie vielleicht alleine lassen sollen mit dem Neuen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Nein. Ich habe dir so viele Briefe geschrieben. Du hast mir nicht einmal geantwortet. Und besuchen durfte ich dich auch nicht. Das ist so traurig, was du da gesagt hast. Und es ist ja nicht so, dass ich mich von euch getrennt hätte, Papa. Du und Mama, ihr beide habt euch getrennt. Nein, nein, so war das nicht. Ich habe alles verkauft. Ich habe alles flüssig gemacht, um Britta die Operation und die Therapie bezahlen zu können. Und dann ist deine Mutter gesund geworden und hat mich verlassen. Und du bist mit ihr gegangen. Du siehst aus wie sie. Du bist Britta wie aus dem Gesicht geschnitten. Immer wenn du mich besucht hast, hat mich auch deine Mutter besucht. Hat mich die Vergangenheit besucht. Ich konnte das nicht länger ertragen. Mama. Mama ist tot. Aber ich nicht. Wir haben jetzt nur noch uns beide. Und wenn in deinem Leben kein Platz für mich ist, dann muss ich damit leben. Aber du auch. Hast du die nachträgliche Ortung von Handygesprächen angeordnet? Ja.
Bei dem Ermittlungsstrang möchte ich mich raushalten. Als letztes hat er mit meinem Vater gesprochen. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Guten Tag, Frau Wenning. Lona. Ja. Jetzt erkenne ich dich. Tag. Tag. Mensch, du siehst deiner Mutter ähnlich. Ja. Ich möchte gern mit ihrem Mann sprechen. Der ist in seiner Werkstatt. Bring dich hin. Geh da außen rum. Erinnerst du dich an Lona? Brittas und Rolfs Tochter? Hallo, Herr Wenning. Natürlich. Lona. Ich möchte gerne auf dem Revier mit Ihnen sprechen. Ach ja? Und worüber? Klaus Luhmann. Ich frage eine Menge Leute in Eschbach. Es ist nur so, dass Klaus Luhmann sein letztes Handytelefonat mit Ihnen geführt hat. Ja, er war hier. Er wollte meinen Mann um einen Rat fragen. Ja. So in 2 Stunden passt Ihnen das? Ich kann Sie auch gleich begleiten. Das geht leider nicht. Ich erwarte Herrn Hofmann in 10 Minuten. Ihr Fahrrad? Ja. Neuen Mantel aufgezogen. Ja, soll dir sicher zugehen im Straßenverkehr. Natürlich. Bis später dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Wenning. Tschüss. Wiedersehen. Sie sind nicht vorbestraft. Nee. Sie haben hier in Eschbach gewohnt und waren bis vor 10 Jahren Angestellter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter einer Supermarktkette. Dann haben Sie das Bürogebäude in der Blücherstraße erworben und haben einen Verlag gegründet. Aber jetzt mussten Sie Insolvenz anmelden. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Laut meinen Unterlagen haben Sie damals das Gebäude für 600.000 D-Mark erworben und es bar bezahlt. Ja. Woher stammte das Geld? Erspartes. Und ein großer Gewinn im Spielcasino. Beim Roulette. Roulette. Hm. Kann das jemand bezeugen? Ja, klar. Martin. Martin Wenning kann das. Weil wir den Gewinn geteilt haben. Zur Zeit des Überfalls auf den Geldtransporter, wo waren Sie denn da? Wann war das genau, bitte? Am Dienstag, 17.10 Uhr. Dienstag? Ach ja, da war ich angeln. Zusammen mit Herrn Hofmann, nehme ich an. So ist es. Laut Vorstrafenregister sind Sie wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Mir sind damals die Sicherungen durchgebrannt. Es war dumm. Körperverletzung zum Nachteil von... Zum Nachteil von Tim Wenning. Sie haben Ihren eigenen Sohn verprügelt? Ja, darauf bin ich nicht stolz. Worum ging's da? Um Respekt. Eine ganz normale Vater-Sohn-Geschichte. Er hat eine Ohrfeige gefangen und dann zurückgeschlagen und dann bin ich ausgerastet. Ich habe ihn aber gleich ins Krankenhaus gefahren. Sie haben ihn so schwer geschlagen, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste? Es war Wochenende. Wir mussten eben ins Krankenhaus. Wie lange kennen Sie Klaus Luhmann schon? Seit ein paar Wochen, seit er hier in Eschbach wohnt, würde ich mal sagen. Nicht von früher? Ne. Die meisten Telefonate führte Herr Luhmann mit Ihnen und mit Herrn Hofmann. Ja, schon wirklich. Es ist also nicht so, dass Sie zusammen mit Klaus Luhmann und Jochen Hofmann am 24. September 1996 in der Stadtsparkasse Köln-Ehrenfeld 1,4 Millionen Euro erbeutet haben, wobei 2 Schüsse auf den Zivilbeamten Jürgen Bennert abgefeuert wurden. Nein, was? Was soll das mit diesem Banküberfall? Weswegen sitze ich hier eigentlich? Sie sitzen hier, weil ich Sie befrage, Herr Wenning. Es ist auch nicht so, dass Klaus Luhmann nach 11 Jahren hier in Eschbach wieder auftaucht und von Ihnen und Herrn Hofmann seinen Anteil der Beute verlangte. Nein.
Und es war auch nicht so, dass sie beide nicht in der Lage waren, Lohmann auszuzahlen und er sie zu einem Überfall nötigte, um seinen Anteil neu zu beschaffen. Und deshalb der Überfall auf den Geldtransport. Nein, muss ich mir diesen Blödsinn länger anhören? Ich fürchte, ja. Nichts von dem ist wahr. Unterschreiben Sie bitte da unten, dass ich Sie über Ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt habe. Das hat alles seine Richtigkeit. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder, Herr Benning? Rechtshänder, wieso? Ach, wurde Lohmann mit links ermordet? Er wurde doch gar nicht ermordet. Ja, natürlich. Kann ich jetzt gehen? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Benning. Danke für die Kooperation. Ein bisschen frische Luft. Was dagegen? Nein, nein, geh ruhig. Wie lief's? Du bist befangen, Tim. Unsere Väter kennen sich schon seit Ewigkeiten, richtig? Ja. Und Jochen Hofmann war auch immer mit von der Partie. Mein Vater hat beim Überfall auf den Transporter keine Ringfahndung eingeleitet. Ich aber auch nicht. Der Notruf, den die Sicherheitsfirma aus Köln weitergeleitet hat, wo hat er euch erreicht? Hier im Revier. Um die Uhrzeit hättet ihr längst auf Routinefahrt sein müssen. Rolf, ging's an dem Tag nicht so gut. Irgendwas mit dem Magen. Hat die Fahrt abgesagt. Hallo, Herr Schanz. Hallo. Kurz Zeit. Was ist passiert? Ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Du bist bald volljährig. Bald. Das dauert noch ein halbes Jahr. Am liebsten würde ich gleich zu dir ziehen. Das haben wir doch schon oft besprochen. Er würde ausrasten. In einer Stunde. Im Gasthof. Okay? Okay. Thank you.
Was habt ihr noch zu suchen? Ihr solltet längst weg sein. Ich will aber nicht weg. Ich habe jetzt einen Interessenten für das Haus gefunden. Ah, hat er 75.000 als Anzahlung geleistet. Was soll denn das, Rolf? Du hast doch einen Schuss. Ich habe mir hier jahrelang alles aufgebaut. Ich habe Familie. Eigentlich wäre ja alles in Butter, aber erst taucht Lohmann hier auf und jetzt noch deine Tochter. Wir wollen, dass du, Lona, dass du dir an die Leine nimmst. Was ist so komisch? Komisch ist eigentlich gar nichts. Lona leitet die Ermittlungen. Meinte, ich kann ihr das jetzt einfach verbieten. Nee, du kannst doch die Nachforschung in andere Bahnen lenken. Von uns weg. Warum sollte ich? Für den Überfall auf den Transporter gibt es keine Beweise, die euch belasten. Bleibt nur der Mordversuch an Klaus. Ihr habt ja beide gesagt, dass es keiner von euch war. Es ist doch so, oder? Ja, Schanz? Silke Vogt. Ich bin die Ärztin, die Herrn Lohmann betreut. Ah ja. Und haben Sie ihn aus dem Koma geholt? Nein. Herr Lohmann ist vor 10 Minuten verstorben. Das heißt, er ist hirntot. Sind Sie noch dran? Ja, ich, das kam jetzt etwas unerwartet. Hirntot, bedeutet das, er ist noch an all die lebenserhaltenden Geräte angeschlossen? Das ist richtig. Gut, dann lassen Sie ihn an den Geräten bitte. Und behalten Sie seinen Zustand für sich. Aber ich kann doch... Ich komme ins Krankenhaus, ich erkläre es Ihnen. Bis nachher. Blüdorn, Landeskriminalamt. Lona Schanz, Herr Blüdorn, ich brauche 2 Mann Verstärkung, bitte. Warten Sie kurz. Ich bleibe dran. Eines muss mal klar sein, Wolf. Wenn es für uns hier den Bach runtergeht, dann werden wir zu dritt sein. Der Zustand von Klaus Lohmann ist so stabil, dass er heute noch aus dem künstlichen Koma geholt wird. Mit etwas Glück ist er am Abend schon vernehmungsfähig. Erfreulich. Tja, ich muss dann. Ja, ich muss auch. Tschüss. Kann ich Tim finden? Wenn er nicht zu Hause ist, dann hockt er meistens im Gasthof. Na, Luna? Ist Tim hier irgendwo? Vielleicht hinten im Saal. Danke. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh, hallo. Hallo. Bis später. Es tut mir leid, ich weiß, du hast jetzt Dienstschluss. Aber ich muss dich bitten, dich ab sofort auf dem Revier bereitzuhalten. Ja, klar. Danke. Und jetzt? Wir haben nicht so den Plan. Können Sie am Knastenplan ausdenken? Klausel auspacken, weißt du was Besseres? Na komm.
Gut, die Station ist geräumt. Sie können sich gar nicht vorstellen, was denn Sie für Umstände machen. Vielen Dank. Henke? Ja, Schanz. Ich sitze hier wie auf Kohlen. Wer immer hier in der nächsten halben Stunde auftaucht, ist der Täter. Wann kann ich mit Ihnen rechnen, Herr Henke? Nicht nervös werden, Frau Schanz. In 5 Minuten halten wir Händchen. Wichser. Vielleicht sollte sie ein W in ihren Nachnamen unterbringen, das Fräulein Schanz. Ist ja gut. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Wir sind gerade unterwegs, einen Menschen umzubringen. Kannst du das? Martin, kannst du das? Ich habe keine Wahl. Ich auch nicht. Aber ich kann das nicht durchziehen. Wir haben eine Bank überfallen. Wir haben den Transporter hopp genommen. Aber ich kann niemand umbringen. Also Aussagen. Wenn du wüsstest, was du damit alles zerstörst. Und vor was für eine Wahl du mich stellst. Ist was passiert?
Liebst du mich? Du hast nämlich einen anderen geheiratet. Einen anderen? Ja. Einen anderen. Wir haben uns hier unser Nest gebaut. Das waren deine Worte. Mit den Kindern im Haus. Zugegeben, es ist vielleicht etwas kleiner. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bin ja sehr glücklich mit dir.12 Jahre eine Bank überfallen. Die gesagt, ich hätte geerbt. Jetzt werde ich dafür ins Gefängnis gehen. Martin. Was immer du gemacht hast, ich... Ich wollte bei der Befragung dabei sein. Weiß Luna das? Du willst doch nicht einfach nur bei der Befragung dabei sein. Doch, so ist es. Und du? Was willst du hier? Vorgestern. Da wolltest du keine Routinefahrt machen, weißt du noch? Du wusstest von dem Überfall auf den Transporter. Und der Fluchtwagen vor 12 Jahren, der wurde von einem guten Fahrer gesteuert. Und du bist auch ein guter Fahrer. Das Geld vom Banküberfall damals, das war für deine Frau, die du geliebt hast. Lonas Mutter. Die sich dann von dir getrennt hat. So ist es nun mal im Leben, Tim. Aber dann kam Lohmann und hat euch alle unter Druck gesetzt. Aber ihr konntet ihm seinen Anteil nicht auszahlen. Darum der Transportüberfall. Aber die 75.000 haben ihm natürlich nicht gereicht. Er wollte seine 11 Jahre voll ausgezahlt bekommen. Da hast du die Geduld verloren. Du hast ihn ausgeschaltet, richtig? Schöne Theorie. So viele Theorien, die denkbar wären. So viele Leute, die von hier weg wollen und die 75.000 gut gebrauchen könnten. Was macht denn Rebecca da unten? Wartet sie auf dich? Lass Rebecca da raus. Rebecca. Sie hat schon mal so auf dich gewartet, weißt du noch? Das war damals, als dein Vater dich so zugerichtet hat. Und du hier im Krankenhaus behandelt wurdest. Aber es war nicht die Ärzte im Krankenhaus, die die Sache damals zur Anzeige gebracht haben. Sondern Rebecca. Sieh mal, als du damit zu mir kam. Das hat euren Vater damals wirklich fertig gemacht. Zu sehen, dass ihr mehr füreinander empfindet, als das für Geschwister üblich ist. Viel mehr.
Der Moment, in dem er euch beide überrascht hat. Und ausgerastet ist. Blödsinn. Und seitdem habt ihr ihn gehasst, euren Vater. Eine Liebe, die nichts eindurfte. Und gleichzeitig eine Zuneigung, die ihr beide nicht unterdrücken konntet. Solange euer Vater also etwas in der Familie zu sagen hatte, oder Rebecca minderjährig war, war nicht daran zu denken, dass es für euch eine gemeinsame Zukunft geben könnte. Dann kam Lohmann, hat euren Vater und Jochen Hofmann unter Druck gesetzt. Und dich? Und mich. Ja, es ist alles rausgefunden. Dieselben Schritte, die Lona unternommen hat. Bloß warst du schneller. Kompliment. Du hast Lohmann abgepasst, nachdem dein Vater und Jochen Hofmann ihm das Geld übergeben hatten. 75.000. Ein gutes Startgeld für ein junges Paar. Ist doch Quatsch. Quatsch? Ja, kann schon sein, wer weiß. Aber je länger ich meinen Gedanken folge, desto klarer zeigt sich alles. Du konntest dir sicher sein, dass der Verdacht auf Jochen Hofmann und deinen Vater fallen würde. Deshalb hast du auch in Lohmanns Haus eingebrochen, um die Fährte auf die beiden zu legen. Die Sache hatte nur einen Haken. Lohmann ist nicht ums Leben gekommen. Man kann jetzt den Täter identifizieren, sobald er wieder zu sich gekommen ist. Was sagst du zu dieser Theorie? Sie ist gar keine, habe ich recht. Tim, ich verhafte dich wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes. Geh zur Seite. Ich kenne dich, Tim. Ich kenne dich von klein auf. Du bist kein eiskalter Mörder. Du hast Luma nicht einfach ins Gesicht geschossen. Da lief was aus dem Ruder, richtig? Er hat mich gepackt. Und geh zur Seite. Und jetzt willst du mich umbringen, Tim. Kannst du das wirklich? Willst du deine Zukunft mit Rebecca auf zwei Toten aufbauen? Glaubst du, dass das gut geht? Geh zur Seite! Und gib mir deine Pistole. Waffe fallen lassen, Tim! Nein, du lässt die Waffe fallen. Tu's nicht. Ich schwöre, ich schieße. Leg die Waffe auf den Boden. Klaus Lohmann ist seit 2 Stunden tot. Er ist nur noch mit dem Beatmungsgerät verbunden. Was wirst du jetzt machen? Ich werde erst mal nach Hause fahren. Und du? Ich gehe meinen Schreibtisch ausräumen und dann werde ich auf mein Verfahren warten. Weil du damals das Fluchtfahrzeug gesteuert hast. Jetzt warte doch ab, ob die überhaupt aussagen. Ich stelle mich in jedem Fall. Darf ich dich um was bitten, Papa? Was denn?
dass du mich in die Arme nimmst. Tatverdachts des versuchten Mordes. Geh zur Seite. Ich kenne dich, Tim. Ich kenne dich von klein auf. Du bist kein eiskalter Mörder. Du hast Luma nicht einfach ins Gesicht geschossen. Da lief was aus dem Ruder, richtig? Er hat mich gepackt. Und geh zur Seite. Und jetzt willst du mich umbringen, Tim. Kannst du das wirklich? Willst du deine Zukunft mit Rebecca auf zwei Toten aufbauen? Glaubst du, dass das gut geht? Geh zur Seite! Und gib mir deine Pistole. Waffe fallen lassen, Tim! Nein, du lässt die Waffe fallen. Tu's nicht. Ich schwöre, ich schieße. Leg die Waffe auf den Boden. Klaus Lohmann ist seit 2 Stunden tot. Er ist nur noch mit dem Beatmungsgerät verbunden. Was wirst du jetzt machen? Ich werde erstmal nach Hause fahren. Und du? Ich gehe meinen Schreibtisch ausräumen und dann werde ich auf mein Verfahren warten. Weil du damals das Fluchtfahrzeug gesteuert hast. Jetzt warte doch ab, ob die überhaupt aussagen. Ich stelle mich in jedem Fall. Darf ich dich um was bitten, Papa? Was denn? Ich wollte bei der Befragung dabei sein. Weiß Luna das? Du willst doch nicht einfach nur bei der Befragung dabei sein. Doch, so ist es. Und du? Was willst du hier? Vorgestern. Da wolltest du keine Routinefahrt machen, weißt du noch? Du wusstest von dem Überfall auf den Transporter. Und der Fluchtwagen vor 12 Jahren, der wurde von einem guten Fahrer gesteuert. Und du bist auch ein guter Fahrer.
Das Geld vom Banküberfall damals. Das war für deine Frau, die du geliebt hast. Lonas Mutter, die sich dann von dir getrennt hat. So ist es nun mal im Leben, Tim. Aber dann kam Lohmann und hat euch alle unter Druck gesetzt. Aber ihr konntet ihm seinen Anteil nicht auszahlen. Darum der Transportüberfall. Aber die 75.000 haben ihm natürlich nicht gereicht. Er wollte seine 11 Jahre voll ausgezahlt bekommen. Und da hast du die Geduld verloren. Du hast ihn ausgeschaltet, richtig? Schöne Theorie. So viele Theorien, die denkbar wären. So viele Leute, die von hier weg wollen und die 75.000 gut gebrauchen könnten. Was macht denn Rebecca da unten? Wartet sie auf dich? Lass Rebecca da raus. Rebecca, sie hat schon mal so auf dich gewartet, weißt du noch? Das war damals, als dein Vater dich so zugerichtet hat und du hier im Krankenhaus behandelt wurdest. Aber es waren nicht die Ärzte im Krankenhaus, die die Sache damals zur Anzeige gebracht haben, sondern... Ich bin im Gasthof. Ich kann dich fahren, wenn du willst. Nein. Ich möchte, dass du mich nicht einfach so stehen lässt. Du ziehst jetzt deine Uniform an und kommst mit mir mit. Wir machen eine Hausdurchsuchung bei Klaus Lohmann. Ich habe Dienstschluss und ich werde den Teufel tun. Mensch, Papa! Wollen wir dieses alberne Spiel wirklich fortsetzen? Dann zieh dich an. Da jetzt drin? Das ist mein Hobbyraum. Das war mal mein Zimmer. Ja, war. Rebecca, sie hat schon mal so auf dich gewartet, weißt du noch? Das war damals, als dein Vater dich so zugerichtet hat und du hier im Krankenhaus behandelt wurdest. Aber es waren nicht die Ärzte im Krankenhaus, die die Sache damals zur Anzeige gebracht haben,
sondern Rebecca. Sie war es, die damit zu mir kam. Das hat euren Vater damals wirklich fertig gemacht. Zu sehen, dass ihr mehr füreinander empfindet, als das für Geschwister üblich ist. Viel mehr. Der Moment, in dem er euch beide überrascht hat und ausgerastet ist. Blödsinn. Und seitdem habt ihr ihn gehasst, euren Vater. Eine Liebe, die nichts eindurfte. Und gleichzeitig eine Zuneigung, die ihr beide nicht unterdrücken konntet. Solange euer Vater also etwas in der Familie zu sagen hatte, oder Rebecca minderjährig war, war nicht daran zu denken, dass es für euch eine gemeinsame Zukunft geben könnte. Dann kam Lohmann, hat euren Vater und Jochen Hofmann unter Druck gesetzt. Und dich. Und mich. Ja, es ist alles rausgefunden. Dieselben Schritte, die Lona unternommen hat. Bloß warst du schneller. Kompliment. Du hast Lohmann abgepasst, nachdem dein Vater und Jochen Hofmann ihm das Geld übergeben hatten. 75.000. Ein gutes Startgeld für ein junges Paar. Ist doch Quatsch. Quatsch? Ja, kann schon sein, wer weiß. Aber je länger ich meinen Gedanken folge, desto klarer zeigt sich alles. Du konntest dir sicher sein, dass der Verdacht auf Jochen Hofmann und deinen Vater fallen würde. Deshalb hast du auch in Lohmanns Haus eingebrochen, um die Fährte auf die beiden zu legen. Die Sache hatte nur einen Haken. Lohmann ist nicht ums Leben gekommen. Man kann jetzt den Täter identifizieren, sobald er wieder zu sich gekommen ist. Was sagst du zu dieser Theorie? Sie ist gar keine, habe ich recht. Tim, ich verhafte dich wegen des Tatverdachts, dass wir... Bekenn ich dich, Tag. Tag. Mensch, du siehst deiner Mutter ähnlich. Ja. Ich möchte gern mit ihrem Mann sprechen. Der ist in seiner Werkstatt. Bring dich hin. Geh da außen rum. Erinnerst du dich an Lona? Brittas und Rolfs Tochter? Hallo, Herr Wenning. Ja, natürlich. Lona. Ich möchte gerne auf dem Revier mit Ihnen sprechen. Ach ja? Und worüber? Klaus Lohmann. Ich frage eine Menge Leute in Eschbach. Es ist nur so, dass Klaus Lohmann sein letztes Handytelefonat mit Ihnen geführt hat. Ja, er war hier. Er wollte meinen Mann um einen Rat fragen. Ja. So in 2 Stunden passt Ihnen das? Ich kann Sie auch gleich begleiten. Das geht leider nicht. Ich erwarte Herrn Hofmann in 10 Minuten. Ihr Fahrrad? Ja. Neuen Mantel aufgezogen. Ja, soll dir sicher zugehen im Straßenverkehr. Natürlich. Bis später dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Wenning. Tschüss. Wiedersehen. Sie sind nicht vorbestraft. Nee. Sie haben hier in Eschbach gewohnt und waren bis vor 10 Jahren Angestellter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter einer Supermarktkette. Dann haben Sie das Bürogebäude in der Blücherstraße erworben und haben einen Verlag gegründet. Aber jetzt mussten Sie Insolvenz anmelden. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Laut meinen Unterlagen haben Sie damals das Gebäude für 600.000 D-Mark erworben und es bar bezahlt. Ja. Woher stammte das Geld? Erspartes. Und ein großer Gewinn im Spielcasino. Beim Roulette. Roulette. Kann das jemand bezeugen? Ja, klar. Martin. Martin Wenning kann das. Weil wir den Gewinn geteilt haben.
Zur Zeit des Überfalls auf den Geldtransporter. Wo waren Sie denn da? Wann waren das genau, bitte? Am Dienstag, 17.10 Uhr. Dienstag? Ach ja, da war ich angeln. Zusammen mit Herrn Hofmann, nehme ich an. So ist es. Laut Vorstrafenregister sind Sie wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Mir sind damals die Sicherungen durchgebrannt. Es war dumm. Körperverletzung zum Nachteil von? Zum Nachteil von Tim Henning. Es tut mir leid, ich weiß, du hast jetzt Dienstschluss. Aber ich muss dich bitten, dich ab sofort auf dem Revier bereitzuhalten. Ja, klar. Danke. Jetzt? Wir haben nicht so den Plan. Können Sie am Knastenplan ausdenken? Klausel auspacken, weißt du was Besseres? Na komm. Sie können sich gar nicht vorstellen, was denn Sie für Umstände machen. Vielen Dank. Henke? Ja, Schanz. Ich sitze hier wie auf Kohlen. Wer immer hier in der nächsten halben Stunde auftaucht, ist der Täter. Wann kann ich mit Ihnen rechnen, Herr Henke? Nicht nervös werden, Frau Schanz. In 5 Minuten halten wir Händchen. Fix. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Wir sind gerade unterwegs, einen Menschen umzubringen. Kannst du das? Martin, kannst du das? Ich habe keine Wahl. Ich auch nicht. Aber ich kann das nicht durchziehen. Wir haben eine Bank überfallen. Wir haben den Transporter hopp genommen. Aber ich kann niemand umbringen. Thank you.
willst also aussagen, wenn du wüsstest, was du damit alles zerstörst und vor was für eine Wahl du mich stellst. Alles. Gut. Guten Abend, Schanz. Landeskriminalamt. Ich übernehme die Ermittlungen. Böhm, Staatsanwaltschaft. Der Fall gehört dem LKA. Ihr Name ist Schanz? Ja. Unser Polizeikommissar hier heißt genauso. Ist ein Zufall. Das ist meine Tochter. Der war zu eng hier in Eschbach. Deswegen ist sie nach Düsseldorf gegangen und hat Karriere gemacht. Ja. Also im Sinne der Ermittlungen möchte ich Sie beide um eine enge Kooperation bitten. Das ist auch in meinem Sinne. Wie Frau Schanz kenne, wird sie versuchen, den Fall von ihrem Büro in Düsseldorf auszulösen und nicht hier, in der Einöde. Ich bleib vor Ort. Ist eine Ringfahndung eingeleitet worden? Hast du doch längst eingeleitet, Luna. Kam über Funk. Was soll die Frage? Ich wollte nicht, dass es zwei Ringverhandlungen gibt. Na dann, schönen Abend noch, Frau Böhm. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, die privaten Gefühle außen vor zu lassen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Tim Wenning aus Eschbach. Sie sind vom LKA? Lona Schanz. Lona Schanz? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht. Ich meine, wir kennen uns. Tim Wenning. Ja, natürlich. Du und deine Schwester hat gegenüber gewohnt. Ha. Mensch, und du bist jetzt Polizist geworden, ja? Du bist jetzt Kommissarin? Ja. So richtig? Ja, so richtig. Und was machst du jetzt hier? Ich leite die Ermittlungen. Sie haben, damit ich feststellen kann, wer Klaus Lohmann im Gefängnis besucht hat. Mhm. Hallo Wolf. Tag Jürgen. Schon von Lohmann gehört? Ja, ich hab's gehört. Martin hat mich angerufen. Tragisch. Ja? Ja? Früher oder später wird er erzählen, wie man bald begegnet ist. Und dann wird in Eschbach einiges passieren. Ja, und? Warum erzählst du mir das? Tja, Jochen, was soll ich davon halten? Wie? Was sollst du davon halten? Vielleicht deckt ihr euch ja gegenseitig. Oder vielleicht ist auch nur einer von euch beiden zurückgegangen, um Lohmann den Rest zu geben. Wie auch immer, ich gebe euch 24 Stunden. Wenn ihr euch bis dahin nicht einig seid, wer von euch beiden sich stellt, dann sorge ich dafür, dass der ganze Dreckmist ans Licht kommt. Da bist du mit dran. Sicher? Was soll das?
Kannst du doch nie machen. Du steckst doch da genauso drin. Wer denkst du, bist du denn hier, dass du hier ein Ultimatum stellen kannst? Ich bin ja das Gesetz, Jochen. 24 Stunden sind eine Menge Zeit. Man kann sich einen guten Anwalt nehmen oder ein Ticket kaufen. Es gibt sehr viele Dinge, die man innerhalb von 24 Stunden erledigen kann. Wo warst du denn gestern Abend? Ich bin Lona, hallo. Ich bin Rebecca. Rebecca Wenning? Tims Schwester? Ja. Woher wissen Sie das? Ich bin Lona Schanz. Ich habe früher ein paar Mal auf dich aufgepasst. Aber deine Eltern wissen schon, dass du trampst, oder? Versprechen Sie mir bitte, dass Sie es ihnen nicht sagen. Nicht meinem Vater. Am 24. September 1996 in der Stadtsparkasse Köln-Ehrenfeld 1,4 Millionen Euro erbeutet haben, wobei 2 Schüsse auf den Zivilbeamten Jürgen Bennert abgefeuert wurden. Nein, was? Was soll das mit diesem Banküberfall? Weswegen sitze ich hier eigentlich? Sie sitzen hier, weil ich Sie befrage, Herr Wenning. Es ist auch nicht so, dass Klaus Lohmann nach 11 Jahren hier in Eschbach wieder auftaucht und von Ihnen und Herrn Hofmann seinen Anteil der Beute verlangte. Nein. Und es war auch nicht so, dass Sie beide nicht in der Lage waren, Lohmann auszuzahlen und er Sie zu einem Überfall nötigte, um seinen Anteil neu zu beschaffen. Und deshalb der Überfall auf den Geldtransport. Nein, muss ich mir diesen Blödsinn länger anhören? Ich fürchte, ja. Nichts von dem ist wahr. Unterschreiben Sie bitte da unten, dass ich Sie über Ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt habe. Das hat alles seine Richtigkeit. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder, Herr Wenning? Rechtshänder, wieso? Ach, wurde Lohmann mit links ermordet? Er wurde doch gar nicht ermordet. Ja, natürlich. Kann ich jetzt gehen? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Wenning. Danke für die Kooperation. Ein bisschen frische Luft. Was dagegen? Nein, geh ruhig. Wie lief's? Du bist befangen, Tim. Unsere Väter kennen Sie schon seit Ewigkeiten, richtig? Ja. Und Jochen Hofmann war auch immer mit von der Partie. Mein Vater hat beim Überfall auf den Transporter keine Ringfahndung eingeleitet. Ich aber auch nicht. Der Notruf, den die Sicherheitsfirma aus Köln weitergeleitet hat, wo hat er euch erreicht? Hier im Revier. Um die Uhrzeit hättet ihr längst auf Routinefahrt sein müssen. Wie was aus dem Ruder, richtig? Er hat mich gepackt. Geh zur Seite. Und jetzt willst du mich umbringen, Tim. Kannst du das wirklich?
Willst du deine Zukunft mit Rebecca auf zwei Toten aufbauen? Glaubst du, dass das gut geht? Geh zur Seite! Und gib mir deine Pistole. Waffe fallen lassen, Tim! Nein, du lässt die Waffe fallen. Tu's nicht. Ich schwöre, ich schieße. Leg die Waffe auf den Boden. Klaus Lohmann ist seit 2 Stunden tot. Er ist nur noch mit dem Beatmungsgerät verbunden. Was wirst du jetzt machen? Ich werde erst mal nach Hause fahren. Und du? Ich gehe meinen Schreibtisch ausräumen und dann werde ich auf mein Verfahren warten. Weil du damals das Fluchtfahrzeug gesteuert hast. Jetzt warte doch ab, ob die überhaupt aussagen. Ich stelle mich in jedem Fall. Darf ich dich um was bitten, Papa? Was denn? Dass du mich in die Arme nimmst. Also Aussagen. Wenn du wüsstest, was du damit alles zerstörst. Und vor was für eine Wahl du mich stellst. Hier unser Nest gebaut. Das waren deine Worte. Mit den Kindern im Haus. Zugegeben, es ist vielleicht etwas kleiner. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bin ja sehr glücklich mit dir. Ich habe 12 Jahre eine Bank überfallen. Die gesagt, ich hätte geerbt.
Jetzt werde ich dafür ins Gefängnis gehen. Hallo, Papa. Bist du noch weg? Ja, vielleicht. Gibt's Fisch? Oder Bandnudeln mit Steinpilzen? Hat keiner angebissen, war wie verhext. Jochen hat auch nichts gefangen. Gibst du bist ganz verrückt nach meinen Steinpilzen. Nein, ich bin verrückt nach dir. Ja, Schanz? Jim hier. Ich bin jetzt mit den Berichten der beiden Fahrer fertig. Soll ich sie dir vorbeibringen? Ja, aber du hast doch längst Dienstschluss. Bin halt ein Streber. Ich werde dich sofort befördern. Hier in der Viertelstunde bei Zehender? Alles klar, bis gleich. Gut, bis gleich. Alle Achtung. Abend, Frau Zehender. Na, willst du schnell noch was essen, bevor mein Mann die Küche zumacht? Oh ja, das wäre klasse. Aber Fischstäbchen haben wir schon lange nicht mehr, Schätzchen. Oh, das ist aber schade. Das Hühnerfrikassee, das haben sie aber noch. Das kannst du kriegen. Super. Und ein Pilz. Geht klar. Schon abgebrüht. Die haben wahrscheinlich die Bäume gefällt. Die sollen ja ziemlich schwer bewaffnet gewesen sein. Naja, aber so ein Wagen ist doch gepanzert. Was für Weicheier saßen denn da drin? 75.000. Das ist nicht gerade viel. War sonst noch was im Transport? Schon möglich. Es ist also nicht so, dass Sie zusammen mit Klaus Lohmann und Jochen Hofmann am 24. September 1996 in der Stadtsparkasse Köln-Ehrenfeld 1,4 Millionen Euro erbeutet haben, wobei zwei Schüsse auf den Zivilbeamten Jürgen Bennert abgefeuert wurden. Nein, was? Was soll das mit diesem Banküberfall? Weswegen sitze ich hier eigentlich? Sie sitzen hier, weil ich Sie befrage, Herr Wenning. Es ist auch nicht so, dass Klaus Lohmann nach 11 Jahren hier in Eschbach wieder auftaucht und von Ihnen und Herrn Hofmann seinen Anteil der Beute verlangte. Nein. Und es war auch nicht so, dass Sie beide nicht in der Lage waren, Lohmann auszuzahlen und er Sie zu einem Überfall nötigte, um seinen Anteil neu zu beschaffen. Und deshalb der Überfall auf den Geldtransport. Nein, muss ich mir diesen Blödsinn länger anhören? Ich fürchte, ja. Nichts von dem ist wahr. Unterschreiben Sie bitte da unten, dass ich Sie über Ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt habe. Das hat alles seine Richtigkeit.
Sind Sie Recht- oder Linkshänder, Herr Benning? Rechtshänder, wieso? Ach, wurde Lohmann mit links ermordet? Er wurde doch gar nicht ermordet. Ja, natürlich. Kann ich jetzt gehen? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Benning. Danke für die Kooperation. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Was dagegen? Nein, nein, geh ruhig. Befangen, Tim. Unsere Väter kennen sich schon seit Ewigkeiten, richtig? Ja. Und Jochen Hofmann war auch immer mit von der Partie. Mein Vater hat beim Überfall auf den Transporter keine Ringfahndung eingeleitet. Ich aber auch nicht. Der Notruf, den die Sicherheitsfirma aus Köln weitergeleitet hat, wo hat er euch erreicht? Hier im Revier. Hatte damals eine sehr schwere Zeit. Das ist die Wahl. Der hätte es bei mir bleiben können. Mama war sehr krank. Hätte ich sie vielleicht alleine lassen sollen mit dem Neuen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Nein. Ich hab dir so viele Briefe geschrieben. Du hast mir nicht einmal geantwortet. Und besuchen durfte ich dich auch nicht. Das ist so traurig, was du da gesagt hast. Und es ist ja nicht so, dass ich mich von euch getrennt hätte, Papa. Du und Mama, ihr beide habt euch getrennt. Nein, nein, so war das nicht. Ich habe alles verkauft. Ich habe alles flüssig gemacht, um Britta die Operation und die Therapie bezahlen zu können. Und dann ist deine Mutter gesund geworden und hat mich verlassen. Und du bist mit ihr gegangen. Du siehst aus wie sie. Du bist Britta wie aus dem Gesicht geschnitten. Immer wenn du mich besucht hast, hat mich auch deine Mutter besucht. Hat mich die Vergangenheit besucht. Ich konnte das nicht länger ertragen. Mama. Mama ist tot, aber ich nicht. Wir haben jetzt nur noch uns beide. Und wenn in deinem Leben kein Platz für mich ist, dann muss ich damit leben. Aber du auch. Hast du die nachträgliche Ortung von Handygesprächen angeordnet? Ja. Bei dem Ermittlungsstrang möchte ich mich raushalten. Als letztes hat er mit meinem Vater gesprochen. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Was mit dem Magen? Hat die Fahrt abgesagt.
Hallo, Herr Schanz. Hallo. Hast du kurz Zeit? Was ist passiert? Ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Du bist bald volljährig. Bald. Das dauert noch ein halbes Jahr. Am liebsten würde ich gleich zu dir ziehen. Das haben wir doch schon oft besprochen. Er würde ausrasten. In einer Stunde. Im Gasthof. Okay? Okay. Was habt ihr noch zu suchen? Ihr solltet längst weg sein. Eine Entscheidung dazu. Das wird er wohl wie doppelten Verrat empfunden haben. Hast du ihn denn nie besucht? Das wollte er nicht. Er hat auch meine Briefe nicht beantwortet. Das ist die ganze Geschichte. Und du? Du lebst nicht mehr bei deinen Eltern? Nee. Zwei Männer unter einem Dach. Das kann nicht gut gehen. Ich gehe zum Frühstück oder mal am Wochenende vorbei. Und Rebecca? Keine Ahnung. Ich denke, wenn sie 18 ist, hält sie da auch nicht mehr viel. Denn? Nichts weiter. Von draußen sah es aber nicht nach nichts weiter aus. Tja, so kann man sich irren. Es ging um die Laternenbeleuchtung vor seinem Haus. Ich habe ihm gesagt, dass es im Moment Wichtigeres als Laternen gibt. Laternenbeleuchtung? Ja. Er kommt echt immer wegen der Beleuchtung. Tim und ich haben ein paar Erkenntnisse über die Täter zusammengestellt. Großartig. Das musst du mir gleich morgen früh erzählen. Jetzt habe ich Dienstschluss. Stimmt. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen.
will natürlich mehr als die 75.000. Ich hab nichts auf der hohen Kante. Ich muss das Haus abzahlen. Und du, naja. Krieg ja nicht mal das Gebäude verkauft. Wer garantiert uns eigentlich, dass Klaus irgendwann wirklich Ruhe gibt? Was meinst du damit? Denn? Nichts weiter. Von draußen sah es aber nicht nach nichts weiter aus. Tja, so kann man sich irren. Es ging um die Laternenbeleuchtung vor seinem Haus. Ich habe ihm gesagt, dass es im Moment Wichtigeres als Laternen gibt. Laternenbeleuchtung? Ja. Er kommt echt immer wegen der Beleuchtung. Tim und ich haben ein paar Erkenntnisse über die Täter zusammengestellt. Großartig. Das musst du mir gleich morgen früh erzählen. Jetzt habe ich Dienstschluss. Stimmt. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Der will natürlich mehr als die 75.000. Ich hab nichts auf der hohen Kante. Ich muss das Haus abzahlen. Und du, naja. Krieg ja nicht mal das Gebäude verkauft. Wer garantiert uns eigentlich, dass Klaus irgendwann wirklich Ruhe gibt? Was meinst du damit? Ja. Wir müssen mit ihm reden. Was reden? Wir haben doch geredet. Willst ihn auf die Bibel schwören lassen? Ja, du bist vielleicht ein Komiker. Wenn wir beide eingebuchtet werden, hat er gar nichts davon. Das sollten wir ihm mal klar machen. Wir können auch Forderungen stellen, zum Beispiel, dass er seine Zelte hier in Eschbach abbricht. Hast du die nachträgliche Ortung von Handygesprächen angeordnet? Ja. Bei dem Ermittlungsstrang möchte ich mich raushalten. Als letztes hat er mit meinem Vater gesprochen. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Guten Tag, Frau Wenning. Lona. Ja. Jetzt erkenne ich dich. Tag. Tag. Mensch, du siehst deiner Mutter ähnlich. Ja. Ich möchte gern mit ihrem Mann sprechen. Der ist in seiner Werkstatt. Bring dich hin. Geh da außen rum. Erinnerst du dich an Lona? Brittas und Rolfs Tochter? Hallo, Herr Wenning. Natürlich. Lona.
Ich möchte gerne auf dem Revier mit Ihnen sprechen. Ach ja? Und worüber? Klaus Luhmann. Ich frage eine Menge Leute in Eschbach. Es ist nur so, dass Klaus Luhmann sein letztes Handytelefonat mit Ihnen geführt hat. Ja, er war hier. Er wollte meinen Mann um einen Rat fragen. Ja. So in 2 Stunden passt Ihnen das? Ich kann Sie auch gleich begleiten. Das geht leider nicht. Ich erwarte Herrn Hofmann in 10 Minuten. Ihr Fahrrad? Ja. Neuen Mantel aufgezogen. Ja, soll dir sicher zugehen im Straßenverkehr. Natürlich. Bis später dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Belling. Tschüss. Wiedersehen. Sie sind nicht vorbestraft. Nee. Sie haben hier in Eschbach gewohnt und waren bis vor 10 Jahren Angestellter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter einer Supermarktkette. Dann haben Sie das Bürogebäude in der Blücherstraße erworben und haben einen Verlag gegründet. Aber jetzt mussten Sie Insolvenz anmelden. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Laut meinen Unterlagen haben Sie damals das Gebäude für 600.000 D-Mark erworben und es bar bezahlt. Ja. Woher stammte das Geld? Morgen, Papa. Was willst du hier? Dich abholen. Ich kenne den Weg zum Revier, den gehe ich seit 20 Jahren schon vergessen. Ich möchte ein paar Sachen klarstellen. So. Was für Sachen? Dienstliche? Private? Ich fürchte, für private Dinge ist es manchmal zu spät. Ist das so? Wenn man zu lange wartet, findet man nur alte, verbitterte Menschen vor. Papa, dieser Fall hat uns jetzt zusammengebracht. Und ich finde, wir sollten uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen. Noch was? Nein. Dann ist ja gut. Morgen, Frau Müller. Ist die Katze wieder aufgetaucht? Ja. Morgen, Tim. Morgen. Kaffee? Ja, gerne. Mit Milch, bitte. Hier, den Tisch habe ich dir freigeräumt. Dankeschön. Ich habe die Protokolle gelesen. Gute Arbeit. Und hast du schon was in Richtung finanzieller Hintergrund der beiden Fahrer unternommen? Schon geschehen. Liegt auf deinem Schreibtisch. Ist unauffällig. Sehe ich auch so. Hier. Danke. Wie ist es so beim LKA? Hier in Eschbach geht's um gestohlene Fahrräder und dort um gestohlene Autos. So in etwa. Vielleicht bemühe ich mich auch um eine Versetzung nach Düsseldorf. Morgen, Tim. Morgen. Kann ich von dem Kaffee haben? Klar. Meinst du nicht, dass sich die Ermittlungen mit all den Möglichkeiten, die sich in Düsseldorf für eine Strafverfolgung ergeben, nicht viel besser von dort leiten lassen? Ich halte es für sinnvoll, von hier aus zu ermitteln. Weil ich die Täter hier vermute. Hier? Der Überfall fand in 10 Kilometer Entfernung statt. Die Täter sind mit Fahrrädern geflohen. Die sind im Wald abgetaucht. Das bedeutet, sie haben Ortskenntnisse. Und deswegen vermute ich, dass sie hier leben. Oder zumindest eine Zeit lang hier verbracht haben. Wir haben mit der Hundestaffel Fahrradspuren gefunden, das ist richtig. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die beiden Täter sich mit Fahrrädern abgesetzt haben. Man kann es auf den Überwachungsmitschnitten sehen.